Grün Farming, LS19 Mixed Reality auf der Grünfelder Land. So, Kalk ist gleich aufgeladen. So. Dann schwingen wir uns da wieder drauf. Abdeckung drauf. Und los geht's. Ab nach Hause. Frohe Ostern euch allen. Bei mir auf dem Hof soll ein Strohballen versteckt sein. Den müssen wir noch ganz schnell mal suchen gehen. Weil, dann kriege ich ein Geschenk, hieß es. Ein Strohballen. Ein Strohballen auf dem Hof. Bloß wo? Wo wird er den hingelegt haben? Entweder in der Halle rein. Oder aber bei den Hühnern. Er könnte ihn auch bei den Hühnern reingelegt haben. Muss man mit Krüger noch telefonieren. Muss ihn mal noch fragen, was er fürs Kalken auf 109 nimmt. Lalala. Das machen wir gleich. Klingelingeling. Ja. Ja, Volker hier mal wieder. Guten Tag, Volker. Was kann ich für dich tun? Was kostet Kalken ohne Kalk? Also Kalk habe ich am Hof. Mein Kalken Feld. Ohne Kalk? Ja, Kalken ohne Kalk. Oh. Kalken ohne Kalk. Sag ich dir gleich, Moment. Also mit Maschine. Maschine habe ich nämlich nicht. So ein Streuerdings da. Kalk hast du selber. Ja. $3000 die Stunde inklusive Dingsteuer. 3000? Ja. Wenn ich die richtige Steuer genommen habe. Okay. Gut, ich melde mich dann nochmal. Moment. Muss sowieso ja. Noch, muss erst das Stroh vom Feld, also von dem her dauert, wenn dann erst nächste Woche. Ja. Aber gut, erstmal. Danke. Gut, bitteschön. Ciao. Ja. Scheint mir ein bisschen viel. Pro Stunde vor allem. Servus. Moin. Wie schaut's aus? Ja, gut. Feuchtegehalt? Wie? Was sagen Sie? Feuchtegehalt. Feuchtegehalt, ja. Ja, was ist der Feuchtegehalt? Was sagt der Drescher? Feuchtegehalt vom Weizen. Feuchtegehalt vom Weizen, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie man das misst. Mist der Drescher selber. Da hier auf dem Display, da steht's doch. 13,8. Super. Schlechte Nachrichten. Warum? der Müller wurde vom Polizisten abgeholt. Er sitzt jetzt bei der Dienststelle. Ja, wegen was?
Ich habe irgendwas gehört, wie sie im Reden waren. Telefon wechseln. Auto umlackieren vom Neumann. Das war vor Wochen mal, da gab es ein pinkes Auto. Irgendwann mal. Ja, okay. Ja, egal, Ja, das Feld ja. muss fertig werden. Also, bring in die Kiste. Ja, ich guck mal gerade, ob der hier weg muss. Bis dann. Passt. Wiedersehen. Ciao. Guck mal gerade mal rein. Hoppala. Ich glaube, die können wir gerade mal abfahren. Ja. Können wir gleich bei den Hühnern reinschmeißen. War der das? Das wollten sie ja mir damals anhängen, die Umlackierung. Aber naja, der Polizist ist wenigstens jetzt beschäftigt. Dann können wir hier Vollgas durch die Gegend fahren. Ja. Dann haben wir schon mal 130 Euro, die wir zahlen mussten. 140 Euro für den Blitzer. Ja, ich muss noch den Strohballen suchen. Das sehe ich jetzt keinen. Strohballen, Strohballen, Strohballen. Strohballen. Gucken wir mal gerade hier rein. Da ist keiner. Wahrscheinlich hat er mir einen Garten gelegt. Ist auch keiner. Strohballen ist schon wichtig. Aber da ist ein Tor offen. Das Tor war doch eigentlich zu, oder nicht? Strohballen, Strohballen, Strohballen. Hier ist nichts. Garten. Da ist auch nichts. Ist auch nichts. Ey, wenn der den irgendwo im Haus versteckt hat. Flo ist auch nichts. Ah, hier. Da war er. Ich habe ihn, habe ihn. Ja, bisschen cheaty, aber ich habe ihn. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Norman. Jo, Folge hier. So, der Moin. Strohball liegt unterm Badfenster. Außen, versteht sich. Ja. Ha! Supi. Und jetzt, was krieg ich? Hey, musst du dir erst überlegen, oder was? Nein, nein, muss ich nicht. Musst du mich kurz einloggen? Guck mal auf dein Konto. Hattest du vorher so viel Geld? Nein. Ich sehe aber nichts, dass ich was gekriegt habe. Du hast aber 50.000 bekommen. Steuerfrei. Steuerfrei. Ui. Ja, supi, vielen Dank. Ich würde gern Steuern bezahlen. Kredit bezahlen. 31.500, ne? Ja, mei. So schnell ist Geld auch wieder weg, ne? Naja, du hast ja immer noch was, ne? Ja, ist überwiesen. Wie viel habe ich denn Jo. noch? Offen. Moment, Moment. Vierhundertsiebenunddreißigtausendzweihundert. Wird auch nicht weniger, ne? Doch, also in langsamen Schritten. Okay. Gut. Dann
danke ich dir erstmal. Jo. Und auch grüß die Tage. Jo. Ciao. Ciao. Ja, Mai, 50.000 gekriegt. Damit konnte man den Kredit jetzt bezahlen. Das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ich würde jetzt noch mal schnell die Hühner füttern, weil Weizen fehlt denen. Halt. Den Rest habe ich ja Anfang der Woche schon gefüttert. Ist leer, aber den füllen wir jetzt noch auf. Ostern hat sich gelohnt. Was natürlich jetzt nicht so toll ist, ist wenn der, sorry, hier muss ich mal gerade so fahren, weil da ist ein bisschen tricky. Man merkt es immer, ja, wenn ich angespannt bin, dann bin ich plötzlich leise. So. So. Bisschen ungeschickt ist, dass der Herr Müller jetzt natürlich bei der Polizei sitzt und jetzt wieder mal nicht mitarbeiten kann. Also irgendwie verpeilt er es immer. Motiviert ist er, also ich fand es ja gut, dass beide hier aufgetaucht sind und gesagt haben, hey, wir haben Kapazitäten zum Arbeiten. Aber dass es sich so schnell wieder verlaufen hat, er konnte nicht mehr alle Paletten aufladen. Das ist natürlich schade. Aber so ist es nun mal mit dem Herrn. Jetzt stelle ich gerade den Xerion wieder aufs Feld, dass der weiter beladen werden kann oder auch zum Abtanken genutzt werden kann. Und dann hoffen wir, dass ich das nächste Woche auch fertig krieg. Beziehungsweise morgen müsste das Feld dann fertig sein. Und dann gucken wir mal nächste Woche, dass wir das Feld auch gleich wieder bestellen. Heißt, ich muss kalken. Oh, das Strom muss runter. Das Strom muss runter. Das ist eher ein Problem. So. Da kommt, glaube ich, gerade schon hier angefangen. So, gut, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.